Hello, hello. Ich werde gerade angegriffen. Herzlich willkommen zurück zu einem neuen Let's Play Part vom Sacred 2 Let's Play mit dem Diablo 2 vollen Mod. So, wir haben hier eine Quest. Ich habe ja wie im letzten Part so ein bisschen eingestellt diesen, ja, Magier Necro jetzt gemacht mit diesem Knochenspeer Spell. Er ist noch ein bisschen schwach. Eskaliert auch wahrscheinlich erst später besser, da wir keine Unterweltkunde, ja, Unterwelt ist ja Summoner, ja, die andere Kunde, Inquisitionskunde ist noch einer haben. Und ja, jetzt mitten im Kampf ist es ein bisschen schwer zu erklären. Ja, er geht schon gut, der Golem ist auch ziemlich stark noch am Anfang. Weil wir tun ihn ja nicht hochpushen jetzt momentan mit irgendwelchen Fähigkeiten. Jo, und wir müssen einfach ein bisschen spammen, weil der Spell jetzt noch nicht ganz so viel Pike-Damage macht. Aber jo, wir haben ja auch viele Gegner und sehr intelligente Gegner. Und was machst du, Golem? Der chillt so ein bisschen herum. Ist er tot? Kann man ihn reden? Ah ja. Hat's gekriegt. Also. Die erste Sache, die mich ein bisschen stört an der Skillung vom Mod, ja, der Mod hat sich nicht so eingestellt. Man weiß es nicht, was das für ein Zauber ist, also ob es überhaupt ein Zauber ist, oder? Verstümmelung heißt es natürlich wegen dem Hauptspiel noch, ist noch gleich geblieben als Ding. Und was die Mods machen, oder? Aber man sieht es, es ist nicht waffenabhängig, also jetzt auch Taktikkunde, Stärke und so nichts. Aber es skaliert noch nicht so gut. Der Schaden ist noch ein bisschen zu gering. Ich hoffe, wir können den Bait gut spielen. Er macht eigentlich sonst recht Spaß. Und ich bin halt einfach ein Inquisitor-Fan geworden. Durch diese Necros, Skeletons und so Sachen. Ich will noch ein bisschen Necro bleiben. Jo. Also eben. Der Inquisitor wurde durch diesen Mod zum Necro aus Diablo 2. Und da hat der Mod-Entwickler hat nicht so viel machen können. Danke für die Rettung. Wir werden wieder angegriffen. Jo. Finde die Höhle der Räuber. Ja, machen wir. Jetzt ist eben einfach die Sache. Ich habe nicht so viel Zeit, um wirklich zu grinden. Ich kann mal einen Livestream machen, wo wir noch ein bisschen grinden. Aber wir müssen es alles ein bisschen im Let's Play machen. Sonst haben wir einfach kaum eine Chance. Beziehungsweise, ja, wir kommen nicht so schnell vorwärts wie mit den Skeletten. Aber die habt ihr ja gesehen im letzten Part, es ging einfach gar nicht mehr. Die Skeletten haben wirklich regionsweise gar nicht mehr angegriffen. Es ist irgendwie scheinbar ein Bug, der halt immer sehr viel rauskommt. In bestimmten Regionen haben sie einfach keine KI, keine Wegfindung und so. Sie greifen nicht an. Und das ist halt einfach das Problem. Und jetzt versuche ich es einfach mal mit Spells. Ich werde vielleicht auf Gift Nova umsatteln dann später. Aber Gift Nova habe ich, glaube ich, gar noch nicht, ja. Und jo, ich muss es mal suchen. Das ist Gift Nova. Yay, ich habe es endlich gefunden. Ja, ich habe die Quest da auch mit dem Ding nicht gemacht. Mit dem, ja, Runenverteiler da, Runenmeister. So, also ich suche mal Gift Nova, aber es macht wahrscheinlich sehr wenig Damage und nur einmal. Oder ein Dot. Macht 38 Damage, glaube ich, und dann immer 7 Dot. Okay. Ist noch ein bisschen zu schwach. Ja, und dieses Spell, den können wir halt immer nur alle 4 Sekunden oder so einsetzen, aber der Knochenzahn, nenne ich ihn jetzt mal, der, jo, skaliert halt auch noch nicht so gut. Was wir machen können, ist eher Flüche, aber dann können wir auch nicht so gut angreifen. Ich müsste immer zwei Tasten drücken. Die 1 und die 2, je nachdem, wo es hier unten ist. Und das ist ein bisschen umständlich, vor allem am Anfang. Ich gehe aber wahrscheinlich auf, ich glaube, Kampfdisziplin oder so heißt es, auf Taktik. Also auf Kombos, eher gesagt. Das ist schwer zu erklären, oder? Die führen dann automatisch 2 oder 3 Spells aus. Das ist dann vielleicht gut, vor allem gegen Boss oder so, oder gegen mehrere Gegner. Oder wir machen einfach zwei Kombos, oder? Das ist eines, was eigentlich andere recht viel einsetzen, ich aber weniger mag.
Ich habe so das Gefühl, ja, es ist Inquisition, hat einfach keine Kunde, weil es eigentlich nur Nahkampffähigkeiten im Hauptspiel sind. Ist ein bisschen doof. Aber gut. Genau. Jo. Da müssen wir noch ein bisschen schauen und ich denke, es geht schon gut. Andere Spells machen anfangs auch noch nicht so übermäßig Schaden. Wir haben auch ein paar Set-Teile, ein paar Units, die vielleicht helfen. Test das Stab zum Beispiel. Können wir gleich auch noch schauen. Spam doch mal. Wieso wäre jetzt nicht gut eingesetzt? Ja, es gibt immer ein bisschen Probleme, weil das Spiel halt einfach auch jo, nicht fertig gemacht wurde und Modding auch nicht so gut unterstützt ist. Es gibt einfach ein paar Einschränkungen. Oh, jetzt haben wir so einen toten Schrumpfkopf einfach. Wie sie heißen. Jo. Ach, übrigens eben, ich habe ja jetzt auch wieder ein bisschen Geld, oder? Und ich habe jetzt mal Cities Skylines 2 in der Ultimate Edition gekauft für 100 Euro, also 100 Schweizer Franken bei mir. Und ja, das ist noch ein bisschen mehr als 100 Euro, glaube ich. Oder ein bisschen weniger eher. Ja, weniger. Und, aber es ist eben auch wieder etwas gewesen, was ich jetzt auch wieder machen kann. Ein Projekt, jetzt nur Sacred oder vorher. Last Epoch war mir auch ein bisschen zu wenig. Genau, und jo, eben, ich habe Zeit wieder für Livestreams. Ich habe wahrscheinlich hoffentlich auch keine Crashes dann. Es ist einfach irgendwie Windows oder im OBS gewesen. Ich nehme jetzt noch mit OBS Sacred auf. Aber alle anderen Spiele kann ich nicht mit OBS aufnehmen. Weil mit Twitch Studio macht Sacred 2 Probleme. Es flackert immer. Und ich muss im Vollbildmodus spielen, weil es nicht erkennt, das Game. Twitch Studio erkennt Sacred 2 nicht. Und ich habe dann keinen Blaulichtfilter. Es ist alles so mega grellblau. Wahrscheinlich durch einfach die Videoeinstellungen dann noch. Oder? Genau. Und deshalb muss ich das noch mit OBS an. Ja, spielen, also aufnehmen. Und ja. Das heißt also einfach, es kann vielleicht auch crashen mal. Ich hoffe einfach nicht gerade den ganzen PC mit Bluescreen oder so. Das ist irgendwie Windows 10 schuld und Windows 11 schuld, was ich ja vorher noch kurz verwendet habe. Und jo, ich hoffe einfach, das wird mal bei mir gefixt, weil ich will ja auch wieder Minecraft Java Edition spielen. Ich will auch GTA Online spielen können ohne Crash. Ja. Man will, aber bekommt es einfach nicht über, weil irgendwie die Technik spinnt. Vielleicht habt ihr es auch irgendwie Probleme oder so. Schreibt es mal in die Kommentare, wenn ihr auch irgendwas schlecht findet oder einfach nicht fertig entwickelt findet und so. Interessiert mal, was ihr so für Probleme habt oder was ihr für Vorteile habt. Zum Beispiel auch mehr Geld als ich zum Beispiel oder so Sachen. Und ja, schreibt mir über das Game, wie ihr es findet. Einer hat geschrieben, wirklich Dankeschön dafür. Jetzt muss ich gerade ein bisschen nachdenken, wie er hieß. Natürlich bin ich jetzt gar nicht so imstande. Das ist jetzt vor 3, 4 Tagen schon gewesen, aber ihr wisst, also ihr wisst wahrscheinlich, wer ich meine, dass er das Spiel wirklich aus Nostalgiegründen wieder mega schätzt. Also Dankeschön dafür auf jeden Fall. Auch wenn ich die Namen halt nicht so manchmal merken kann. Natürlich auch sehr viele Freunde und alles und musste da wieder die Namen sehr merken. Aber wenn ihr mehr schreibt, ich werde die Namen natürlich immer gut wissen dann. Jo, und im Zuschauer habe ich eigentlich genug für mich, für meine kleine Herzlichkeit. Und genau, der Golem ist tot. Oder ist einfach, ja, er ist wieder am Backen. Also Minions buggen einfach. Spielt am besten keine Minions Bild, auch wenn sie motivierend stark sind. So, nochmal ein Level. Gut. Also waren ein bisschen zähere Gegner. Aber wir müssen hier ein Mädchen retten. So, die Quest bekommt man unten bei diesem ja, Sternenwarten Gebiet. Bei der Sternenwarte. Gibt, glaube ich, nur eine. So, ich muss so langsam eigentlich auch auf die Defensive schauen. Ja, wir bekommen gleich. Wir kommen mit Level 15.
3 Punkte, glaube ich, über, oder Level 20. Ich riskiere es noch ein bisschen, wir müssen nicht so viele Heiltränke trinken. So, das obere ist mit Feuer und das untere ist mit Doppeltreffen. Ich möchte schon gerne doppelt treffen, ich habe ja Eisschaden. Und wir können es scheinbar mit Zauberstäben dann auch umwandeln, natürlich. Würde ich jetzt nicht auf Feuerschaden gehen, aber es ist ja etwas anders. Es wird etwas anders sein. Ich mache den unteren Punkt, dann haben wir so oben, unten, oben, unten. Und genau, jetzt muss ich noch kurz das Inventar haben. Zaubergeschwindigkeit bei Umhang. Das ist einfach der Schaden, ich denke der Schaden. Seelenraub ist keine Zauber, die wir benutzen, kein Zauber. Zaubergeschwindigkeit brauchen wir noch nicht so sehr. Genau, das Pet, das Lager. Also, wir haben Test des Stabes irgendwo da. Aber Level 36. Dauert noch ein bisschen. Etwas anderes haben wir gerade auch nicht. Ja. Aber eine Reliquie. Ja. Dann warten wir noch ein bisschen mit ums Itemisieren. So. Die Schreine sind auch irgendwie cool gemacht. Sind die im Hauptspiel schon enthalten, aber irgendwie nicht das Schreine. Oder hat er das Design der Modder? Oder mehrere Modder? Ich glaube, es ist nur ein Modder gewesen. Und er bringt leider auch nicht mehr so ab. Das ist einfach Nostalgie. Müsst ihr einfach bedenken, dass der wahrscheinlich recht lange an diesem Mod gearbeitet hat. So, jetzt haben wir ein paar rare Gegner. Ihr wisst ja, in diesem Mod sind rare Gegner sehr stark. Handeln. Und auch ja, fehlerlose hießen sie. In Diablo 2. Also einfach magisch hier in diesem Mod. Genau. Als Seltenheitsgrad von Items. So. Was ich mit euch machen möchte, jetzt so in zwei Parts, ja vielleicht ja knapp zwei Parts oder nur einen Part, ist einen Piratenschatz zu holen, wenn wir es schaffen. Es könnte aber auch ein Gebiet sein, das wirklich schwer ist. Da sind ja auch in der Nähe dunkle, aber ich denke, es geht. Jo, ich freue mich drauf. Und währenddessen können wir die Kampagne auch machen. Aber ich freue mich einfach auch, ein paar andere Gebiete noch zu sehen. Ich bin halt auch wirklich einer, der wirklich alles auch ein bisschen anschauen möchte. Nicht gerade so mega auf Ende spielt. Ihr kennt es wahrscheinlich, viele Let's Plays, die werden durchgerusht. Fast schon gespeedrunnt in langsam. Und ich bin eher so einer, der wirklich das Spiel komplett macht, aber sie müssen halt auch gehen. Und ich habe in letzter Zeit immer so das Gefühl gehabt, Spiele werden einfach zu grindy, beziehungsweise sind einfach viel zu gestrickt. Und ich habe manchmal dann einfach auch so gesagt, ja gut, das Projekt pausieren oder halt, wenn ich Spielstand oder so irgendwie verliere oder so. Also ich bin ja einer, der eigentlich die Spielstände immer gut saved und so, aber ich habe ein paar Projekte gehabt, die ich relativ schnell wieder beenden musste und das tut mir einfach irgendwie für mich leid, für euch leid. Und das ist einfach so die Art bei kleinen YouTubern, Livestreamern, dass es halt einfach so, ja, zu wenig Unterstützung einfach gibt, oder? Ich bin einer, der komplettiert immer alle Spiele, aber jo, wenn ich sehe, die Leute sind nicht interessiert, wirklich nicht interessiert und so, dann ist es einfach schwer, auch. Obwohl ich eigentlich immer viele Projekte mit auch weniger Zuschauer dann immer weitermache, ist es einfach zu groß. Oder Sacred 2 kann auch für euch zu groß sein zum Zuschauen. Aber ich mache es gerne und vielleicht ist es einfach ein Projekt, das nicht so viele Zuschauer hat. Ist jetzt nicht so schlimm. Dafür ist es wirklich einzigartig. Es werden kaum Sacred 2 Videos mehr gemacht. Ich werde weiterhin auch Nostalgie-Projekte machen. Ich habe geplant, jetzt erstmal auch Diablo 1 zu bringen. Ich muss es noch kaufen. Ich habe gerade gesehen, es ist in Aktion. Mit Hellfire, aber ich kann mal ohne Hellfire spielen. Und dann mit.
Ich werde Diablo 2 Resurrected vielleicht spielen oder normal, aber ich werde auf jeden Fall werde ich Mods von Diablo 2, dem Original, spielen. Da gibt es, glaube ich, bei Resurrected gar nicht so gute Mods schon. Ist ja auch noch nicht so alt. Jo, und Diablo 3 werde ich sicher dann auch wieder mal spielen. Es kommt ein bisschen drauf an, wie viel ich streamen kann und was. Weil ich bin ja momentan auch ein bisschen schlecht gesund. Es macht mir ein bisschen Schwierigkeiten den ganzen Tag irgendwie. Jo, vor Menschen beziehungsweise, ja, es sind nicht die Menschen, aber es ist so, es sind einfach die verschiedenen Szenen, die mir einfach sehr auf die Nerven gehen. Und dann möchte ich natürlich Abwechslung haben, ich möchte viel Sport machen, ich möchte auch zwischendurch ruhen können und so. Es ist schon sehr kraftreibend. Ich tue eben auch sehr schlecht schlafen. Ich bin übrigens jetzt um 4.46 Uhr am Aufnehmen. Nur so, dass ihr wisst, ich bin schon ausgeschlafen um 4 Uhr morgens und gehe erst um 12 Uhr, so Mitternacht, schlafen. Ja, 4 Stunden sind viel zu wenig pro Tag, ich weiß. Aber irgendwie habe ich das... nochmals dort. Oder habe ich irgendwas nicht eingesagt? Nein, ich habe einfach nochmal so eine Quest hier bekommen. Ist es wegen der Schattenkampagne? Kann sein. Ne, es ist einfach ein Bug. Okay, nein. Questbuch. Fokussierhaus. Ja, es ist ein Bug. Ich hätte doch hier hin sollen, wo ich es gedacht habe. Aber in dieser Quest gibt es dann noch eine Erweiterung. Auf böse Art, nur auf der Schattenkampagne. Und das werde ich natürlich auch gleich machen. Ja. So. Ich habe ja auch noch eine Minecraft Bedrock Version ja, Building Let's Play gestartet, also ja, schön da. Und das können wir auch als Let's Play verstehen. Ich werde dort eine Story haben, machen und so. Ich werde ein bisschen Rollen spielen. Ich werde ja auch ein bisschen. Also Sacred 2 ist zum Beispiel so ein Game, das kann ich fast nicht so gut irgendwie einbauen. Es ist ja T-Energie und C-Energie. Kann sie in Minecraft eigentlich irgendwie nicht darstellen. Es gibt irgendwelche Gegner, die auch schwer sind zum Darstellen. Ich muss irgendwas mit, weiß nicht, Zombie-Skeletten, diese Piglins machen oder so. Ich kann nicht einfach direkt irgendwie Sacred 2 so ein bisschen. Ich will ja nichts nachmachen auch. Aber der Flair einfangen, meine ich. Und Story ist da. Story wird sicher besser sein als in einem Hack and Slay. Aber eventuell kann ich das Hack and Slay Genre nicht so gut darstellen in Minecraft. Aber falls euch das interessiert, eben, es läuft nebenbei. Einfach auf meinem Kanal vorbeischauen, auch wenn euch vielleicht Minecraft nicht so interessiert oder ja, jetzt nicht unbedingt immer bauen sehen wollt. Es ist eben nicht alles bauen. Es ist eigentlich ziemlich viel dann auch Rollenspiel. Vielleicht unterstützt mich jemand mit einem Server. Bezahlen kann ich es vielleicht, so hosten. Aber ja, es muss natürlich auch jemand da sein, der technisch und Server einstellungsmäßig dabei auch gut mitmachen kann. Oder mehrere. So, jetzt müssen wir noch Wildschweine töten. Und jetzt werdet ihr merken, das sind T-Energie-verseuchte Wildschweine. Die sind blau, die leuchten blau ein bisschen an bestimmten Stellen. Und ja, das führt uns einfach so ein bisschen ein. Genau, ja, sie sind ein bisschen blau, haben so Runen. Und ja, sind auch ein bisschen stärker oder zäher einfach meistens. Ist eigentlich genau die Quest, die es einführt. Und der Golem ist stärker als wir mit diesem blöden Zauber noch. Das wird später vielleicht richtig spammable sein, aber ihr kennt es vielleicht, die Abklingzeiten werden mal stagnieren, die werden mal nicht mehr so weit runtergebracht. Ihr müsst dann einfach Runen einlesen, dass die Abklingzeit wieder ein bisschen höher ist und habt dann wieder ein bisschen reduzieren mit verschiedenen Abklingzeiten, reduzierenden Item-Bonis und Fähigkeiten. Genau.
Aber ich habe jetzt gerade auch nicht so der Unterschied zwischen Goldmod und ohne Goldmod gesehen. Also, ja, das müssen wir da irgendwie auch noch ein bisschen umstellen mit diesem Charaktereditor. Aber was ich gar nicht will, ist irgendwie mich stärker machen oder schwächer. Ich will einfach ein bisschen schauen, was andere Goldmods machen und so. Und also Goldmods, alle Goldmods oder Bronze, Silber und Goldmods. Und halt auch schauen, je nach Set-Item oder was wir dann tragen. Wir werden sicher Set-Items auch tragen können. Also Uniques und Legendäres werden nicht stärker sein oder nur wenig stärker sein. Genau, das ist jetzt diese Quest. Der steht nur natürlich in der Schattenkammer hier da. Und er möchte, dass wir natürlich etwas ihm geben, das ihm im, also dem Wärter vom Observatorium schadet oder es kaputt macht oder so. Einfach nochmals abgeben und dann ist das auch abgeschlossen. So, und währenddessen, wir könnten kurz nochmal zu einem Item Shop gehen. Ich werde ihn aber erst, also ich werde einen anderen besuchen jetzt. Müssen aber links durch. Ich gehe immer gerne rechts durch im Hauptspiel ohne Mod. Weil dort rechts rum sind die Dunkelelfen. Also jetzt können wir hier oben durch. Wir haben leider noch kein Set-Item oder Unique gefunden. Das ist natürlich schon noch ein bisschen selten. Oder ja, Set-Items gibt es ja als Questbelohnung manchmal auch random. Und da müssen wir einfach noch ein bisschen mehr Quests machen. Also nicht wundern, wenn ich jetzt alle Quests mal mache. Manche Quests sind wirklich sehr toll. Und ja, zeitlich ist auch alles so ein bisschen im Rahmen. Sie gehen kurz. Es gibt halt auch sehr große Reihen, Questreihen, die ein bisschen länger gehen. Die lohnen sich dafür auch ziemlich. Und ich habe irgendwie immer das Gefühl, das Spiel kann nicht langweilig werden. Es ist so. Es gibt immer etwas anders zu tun. Es gibt immer wieder irgendwas zu entdecken. Ich habe übrigens ein paar Easter Eggs nicht zeigen können, weil ich es noch nicht wusste. Oder einfach auch nicht so realisiert habe, okay, dort ist ein Easter Egg, was ich kenne und so. Aber das Spiel strotzt vor Easter Eggs. Das ist so geil. Das motiviert mich immer. Auf jeden Fall werden wir ein paar Gebiete betreten, wo ein Easter Egg ist. Es gibt ja auch die Weihnachtsinsel, die können wir wahrscheinlich noch nicht so schnell machen. Die ist ziemlich viel schwerer als die Region in der Nähe. Die werden wir einfach so, ich denke, nach dem Sumpf machen. Ja. Gut, also es wird einen Sumpf geben. Also es ist sehr wichtig, dass wir Konstitution bekommen. Deshalb müssen wir jetzt Rüstungskunde mitleveln, aber immer hier die auch lassen. Also wir lassen hier unten mal neu. Und die Intelligenz immer erhöhen. Oh, okay, hier haben wir keinen Modifikator. Haben wir S genommen. Den Goldmod. Jo. Falls ich etwas nicht gut erkläre oder ihr einfach Fragen habt, einfach in die Kommentare schreiben. Ich beiße nie. Bin der netteste Mensch, hoffentlich. Ja. Und ich habe es einfach sehr gerne, wenn ihr Kommentare schreibt. Andere beteln ja natürlich nach Likes oder nach Abos, aber ich mache das eigentlich nie. Also ansprechen mal. Ja, eben weil ich es ja nicht mache. Nicht wundern, ich bin nicht so einer, der wirklich auf Erfolg oder so aufbaut. Es ist schon klar, ein Mensch sucht Erfolg, aber was ich will, ist soziales Engagement und das kann man natürlich mit Kommentaren oder so kurz ein bisschen Zeit nehmen oder so mehr machen als irgendwie, ja. Andere natürlich da irgendwie einzuschleimen bzw. Werbung für ihn zu machen. Und so. Ich zwinge euch überhaupt nicht, da irgendetwas zu machen. Ja, und noch werden die Videos auch nicht ganz so gut geschaut, dass das jetzt jeder irgendwie merkt, dass ich das gar nicht mache. Es ist einfach so extremst bei manchen Menschen. Unglaublich viele Einblendungen und so. Es sind für mich keine Let's Plays, es ist einfach nur irgendwie Werbeplattform. Es ist mir nicht mehr so geheuer. Also
wirklich, ich leide darunter, dass die Menschheit eigentlich immer den Erfolg durch Werbung und durch ja, Geizigkeit oder so sucht. So, ich tue Items sammeln, dass wir die verkaufen können. Wir bekommen ja sehr gute Items über den Laden über. Schaden, wirkt das auf Spells? Ich denke immer. Und ja, Laufgeschwindigkeit brauche ich zum Beispiel nicht. Ist da auch ein bisschen mehr dort drauf? Okay. Entsetzen. Ich denke, ich tue mal einen einlesen. Oh Leute, ich habe schon zwei, okay. Und ich denke, das Shield ist einfach noch zu schwach. Das Shield können wir ja modifizieren auch. Das ist ja in unserem Baum, in unserem Skillbaum. Oh. So langsam machen sie auch die Schaden hier. Ja, sie sind jetzt auch ein bisschen mehr gelevelt. Jetzt sind wir Level 12. Und dadurch machen die Rares auch viel mehr Schaden. Hätte mich getroffen. Okay, ich muss unbedingt die kurz beschwören. Und ihr seht es, der Golem ist down und die, der Buff ist nicht deaktiviert. Das ist im Hauptspiel eigentlich immer so gewesen. Wenn Minions sterben, ist es deaktiviert. So, also wir haben leider nur einen Magier. Und dann haben wir ja euren vorherigen oder vorherigen Bild modifiziert und dadurch 4 gehabt. Es gibt sogar 5 oder haben wir auch. Nein, es gibt 4 Maximum, denke ich. Vielleicht auch ein Set-Item noch, aber es. Ja, gibt es meistens nicht. Halt gar nicht. Genau, und jetzt sind wir einfach in einer Gegend, wo es ein bisschen mehr Gegner gibt. Auch mehr rare Gegner, denke ich. Da auch ein bisschen trauen müssen, dass wir nicht sterben. Er ist übrigens noch deathless, das können wir kurz im Inventar nachschauen. Überlebensbonus 10,7%, das ist schon gut. Opfer 883, was sind Tode? Opfer, nein, Wiederauferstehung unter Opfer, also nach der Leertaste. Leerhalte den, ja. So, wie lange spiele ich schon? 1 Stunde und 47 Minuten. Leider eben nicht gerade so viel Zeit, gell? Also, ich muss einfach bedenken, dass ich richtig viel Sport machen muss, richtig viele Termine habe für Untersuchungen. Da wird mir übrigens jetzt viel mehr geholfen. Also, es kann sein, dass es mir immer besser geht. Oh ja, da ist ein Ding. Dunkel 11. Das ist cool, dass die das einfach aus Sacred 1 irgendwie importiert haben. Oder einfach neu designt haben. Kann sein. Aber eventuell muss ich jetzt hier noch in den Süden. Will aber eine Quest noch annehmen. Hier beim Händler. Auf der Minimap sieht man den Händler schon. Ich glaube, ich schaff's hier nicht durch. Es ist noch zu schwer. Schade. Machen wir mal die Quest nicht. Aber hier oben bleiben wir noch ein bisschen. Hier gibt es ein paar Schätze. Das ist übrigens ein Gebiet, das mir sehr gefällt. Also jetzt nachher. Wir gehen jetzt einfach runter und nehmen, glaube ich, 1 oder 2 Quests noch an, die hier sind. Und ja, der Part ist leider jetzt gleich fertig. Zu lange, sonst YouTube hat immer so mega Probleme nach 30 Minuten. Möchte ich ein bisschen verhindern. Jo, und gut, dass es nicht abgestürzt ist. Und ich denke, ich hoffe, dass es jetzt auch nicht abstürzt und in den nächsten 2 Minuten, wo das Video noch geht. Aber es kann wirklich so random Bluescreens kommen. Das löst wahrscheinlich OBS aus und es hat auch Twitch ein bisschen ausgelöst. Irgendwelche Aufnahmeprogramme mag einfach irgendwie Windows nicht oder die Aufnahmeprogramme sind halt einfach daran schuld, irgendwie, dass die nicht so komplettiert fertig sind, safe sind. Keine Ahnung, das dürft ihr gerne mehr verbessern oder da auch ein bisschen Kritik sagen, aber das ist mein Empfinden, das kann ich nicht einfach nachschlagen, oder? Kann also auch nicht stimmen. Vielleicht ist es Windows 10, vielleicht ist es Bill Gates. Bill Gates macht eigentlich sehr wenig an Windows, glaube ich. Er ist einfach schwer. Das ist nicht mal schwer. Was ich los hätte, ist wirklich irgendwie daran zu arbeiten können, ein neues Betriebssystem herauszubringen.
Schadenmagie brauchen wir nicht. Angeschwert brauchen wir nicht. Der Schaden ist 6,5. Intelligenz macht aber auch ziemlich Schaden. Und die halbe Abklingzeit ist sehr gut, wenn wir überhaupt procken, aber. So, also, Dankeschön fürs Zusehen. Das war ein toller Part. Es war vielleicht ein bisschen weniger los. Aber jo, ich freue mich drüber, weiter zu spielen. Und vielleicht euch, ihr auch. Schreibt es mal in die Kommentare, wie ihr Secret 2 so findet, vor allem mit diesem Mod auch. Und ob ihr wirklich auch weiter gerne schaut und so. Auf jeden Fall dürft ihr das. Ich mache weiterhin. Sehr, ja. Ja, eigentlich einmal pro Tag ein Video von Secret 2. Und wenn ich mal Pause mache, dann bin ich einfach irgendwo im Krankenhaus, Klinik oder so. Für meine Nervenkrankheit, also gegen meine Nervenkrankheit. Gut. Tschüss und bis nächstes Mal. Adieu.